Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Dead Rising 2, wo ich jetzt fast am Schluss überall so bin. Und ich hoffe mal, das Spiel ist bald zu Ende, dass ich dann Dead Rising 3 machen kann. So, und jetzt machen wir mit Jacqueline hier erstmal weiter. Und ich muss erstmal gucken, was ich machen muss. Ich habe ja so viele Aufträge gekriegt im letzten Part. Und ja, das muss zuerst. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. LOL! Ist ja gleich hier vorne. Okay. Eine Shotgun-Schuss habe ich noch. Und verfickte Scheiße, ich habe keine Knarre mehr. Ich habe nur noch eine etwas mehr Schlagwaffen, eine nicht. Hey, da. Oh. Wir müssen den Mister wie heißt er? Wutru? Könnt ihr Zombies auch mal weg? Jein. Oh, sorry, Mann. Jetzt habe ich seinen Bankautomaten geschrottet. Sorry, Mann. Alter, wisst ihr, wie ihr mich ankotzt? Oh, fuck, man. Safehouse, komm jetzt zum Safehouse. Mr. Wüppel. Hä? Wo will er denn jetzt hin, Mann? Bist du geisteskrank? Hey, ich muss an die Bankautomaten. Ich muss mein Konto leer machen. Hey, sehr geil, eine Queen. Der Königin! Hä? Wo ist er? Weißt du, du bist ein echt kranker Bastard. Move it, load, load, load! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Zombies! Oh. Big Trouble? Jetzt beeil dich mal, komischer Mann. Nee, hab ich eigentlich noch eine Königin? Oh, ich hab doch noch eine Waffe. Ach, hier ist ein Automat. So, beeil dich mal, Mr. Schwarzmann. What the? Fuck. Ja, komm, wir laufen zum nächsten. Wir lassen uns abschlachten. Oh mein Gott. Ja, hier vorne, Oh nein, nein, nein. Ich habe keine Waffe mehr. Ich muss mir echt noch ein paar Waffen basteln. Ih, der Schnitt sah extrem hässlich aus. Schnitt, Füße ab. So. Jetzt komm mal hier aus dem Pott, Mann. So, jetzt hat er sie angeschlossen. Und dann gehen wir mal zu der nächste, das ist gelb. Im Hotel. What the fuck, Alter, da muss ich ja. Da muss ich. Oh, hier drüben ist auch was. Shamrock Casino. Ich glaube, da gehen wir. Fuck, ich komme da. Ich komme da ja nicht hin, da muss ich hier raus. Von hier. Da ist noch einer. Ach du Scheiße. Was ist das? Okay, okay, okay. Ich muss überlegen, da ist auch noch was. Safe House?
What the fuck? Okay, wir gehen erst hierher. Meine Güte, das ist scheiße, wenn man so viel hat. Jetzt hätte ich andere Seite gehen müssen, weil die andere Seite geht in der Richtung, wo ich jetzt bin, geht in die entgegengesetzte Richtung, von wo ich komme. Mein Gott. Dem. Die hat doch wie eine Queen. Das hab ich gesehen. Alter, what the fuck, Alter. Oh, ich hab wieder Mr. Woodbogisch. Kann ich gar nicht aussprechen. Ganz, ganz komischer Name. Den habe ich wieder am Bein geschnitten. Gepiekt so ein bisschen. Ja, die wunderschönen Ladezeiten in Dead Rising 2. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. In Dead Rising 3 gibt's eigentlich so gut wie überhaupt keine Ladezeiten, glaube ich. Das geht eigentlich fast alles flüssig ineinander. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Ach, das andere Dead Rising 2 wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Okay. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ja. Die werde ich jetzt erstmal gar nicht beachten. Das sind nämlich drei Psychopathen mit Snipers, die draußen rumstehen. Die muss man nicht killen. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Das sind sogar Viere. Ich habe gedacht, es sind immer nur drei. Damn straight. We's infested in more ways than one. If you ain't with us, you're against us. We gotta clean this country up, one city at a time. That's as American as apple pie, that is. You know what we have to do, Earl? It's our duty to eliminate the threat to our country. Clean this place out completely. Start again like the great deluge. Right idea, that. That's right. We do it because we love our country. And because it's so much damn fun. Damn, it feels good to be right. Yeah, God bless America. Let's go hunting, boys. Kranke, absolute Bastarde. Hey, wir schießen mal auf wirklich lebende Menschen. Wir schießen hier auf Zombies. Nur auf lebende Menschen. So, wo wollte ich hin? Ich muss nach links. Nach links. Ich habe keine Ahnung, was war denn hier? Ihr dreckige Zombies. Ich glaube da drin, ne? War das hier? Ja. Billy ist hier drin. Hi, Billy. Jetzt komm hier mit, Mann. Ah ja, jetzt komm, so. Alter, ich muss ihm das Schwert geben. Jetzt habe ich am Automaten gespielt. Ih, mein Anzug! Okay, jetzt müssen wir...
Ladida, dahin. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Und von da aus würde ich sagen, laufen wir so rum. Dann können wir das mitnehmen. Und können dann hier kurz vor dem Safehouse das noch mitnehmen. Obwohl hier hinten noch was ist. Da, ganz hinten. Das ist mir aber erstmal egal. Ich werde erstmal diese Reihenfolge machen. Weil wir von hier aus mit dem Auto fahren können. Oh, es kommt hier! Mr. Kofferträger Woodbro. Dem, 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 dem. Das ist so wunderschön, so ein Riesenauto durch so eine Zombie-Horde. Einfach alles zermatschen. Einfach alles zermatschen. So, jetzt müssen wir hier vorne rein. Erstmal ein bisschen frei machen. So. Leute, wir müssen gleich aussteigen. Also achtsam. So. Fortuna City Hotel. Ladezeiten. So, da sind wir doch. Und es sind nur noch 17 Stunden. So, jetzt sind wir bei der Guten. Und die ist halbnackt. Hallo. Und die heißt Europa. Soll das eine Anspielung sein? So, aber um die mitzubekommen, muss man sich auch halbnackt anziehen. Und hier in diesem Bereich, Packet. Hier bleibt schön hier bei der Frau. Und ja, wir müssen uns Unterwäsche holen. Was ein bisschen bescheuert ist, aber egal. Dumm, dumm, dumm. Oh, das ist ganz da hinten. Und dann, dann wollte ich ja von hier aus nochmal dahin durchlaufen. Das ist das Doppelte und Dreifache immer. Weg. Alle weg. So. War das noch weiter? Ja, das war noch weiter. Du, du, du. Aber eigentlich könnte man von hier aus. Das muss ich mir dann nochmal kurz auf dem Radar denn angucken. Weil in diesem anderen Bereich, da hatte ich ja diese Abkürzung. Ja, hier. Das muss man anziehen, dass man die Überlebende mitnehmen kann. Naja. Naja, durch die Zombie-Horde halb nackt zu laufen. Naja. Kann man machen. Würde ich aber nicht machen. Es reicht ja schon ein Kratzer, dass man sich verwandelt. Da. Hey du. Sie hat sich angeschlossen.
Oh, und die müssen wir Huckepack nehmen. Aber ich muss erstmal auf dem Radar gucken. Ist aber. Obwohl, ich kann ja von hier aus und dann von dem Bereich schnell in den anderen Bereich. Ja, und das werde ich auch so machen. Was ist denn das? Was ist das? Das. Ach, das ist ein Poker. Das interessiert mich ja erstmal nicht. Erstmal machen wir das. So, dann laufe ich mal durch die Zombie-Horden. Mit zwei halbnackten Leuten. Ach ja, es ist so chillig. Ach so. Jetzt habe ich die Leute da hinten vergessen. Komm los. Ich renne hier einfach los und die bleiben da hinten stehen. Hm. So eine Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Die muss man ja immer dann wieder so holen mit Y drücken. Aber nun ja. Die sind ja gut zu Fuß im zweiten Teil. Im ersten Teil war es ja richtig ätzend, mit den Überlebenden umherzulaufen. Im dritten Teil ist es noch geiler. Die rotzen auch gut was weg. Dum, dum, dum. Dum. Oh, fuck it. I am freaking. Haben die mich geschlagen oder was? Ich glaube, das hackt. Da sind sie. B, der drauf. Ach, jetzt sind wir erst in diesem Vorbereich. Ist ja da, wo die Arena ist. So, Leute, kommt! Der komische Texana, der rennt hier rum und rumpt alles weg. Dudi, dudi, du. Alle weg. Haben alle beide dieses grüne Türchen hier gehabt, soweit ich gesehen habe. Los, Leute! Lol. Der hat eine Knarre. Stick to me. Aua. Aua. Oh, er hat sich mir so gleich angeschlossen. Das ist doch mal genial. So, und dann gehen wir. Ah, fuck. Fuck, fuck. Ich kann es ja auch so machen. Was ist das? Palisadenmaul. Safehouse Poker. Auch Safehouse. Okay. Gehen wir doch da einfach mal hin. Faster!
Also dieses Pokern brauche ich nicht nochmal machen, das ist nur Zeitverschwendung. Wenn man es beim ersten Mal schafft, ist alles okay, aber wenn man es denn nicht schafft und dann nochmal probiert und probiert, dann staunen sich die Aufträge alle und das ist dann nicht gut. Aber muss natürlich jeder selber wissen. Mr. Wood-Wood-Lulu-Du. Wo bleibt er denn? Oh, der wird da festgehalten. Komm hier. Hat einen Koffer in der Hand und lässt sie begrapschen. Ich lass meinen Koffer nicht los. Ich kann mir ruhig beißen. Solange ich meinen Koffer hab, bin ich immun. Naja. So, und jetzt zum Safe House. Wie kann man eigentlich Europa heißen? Europa. So würde ich zum Beispiel meine Kinder nie nennen. Europa. Warum nicht Afghanistan oder so? Oder Israel? Jamaika? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann man sie gleich mal nach Obst benennen. Hey Apfel, komm her! Das klingt so bescheuert. Oh! Okay, 4 Leute. Hey, der hat mir irgendwas gegeben. 50.000 Dollar. So, was ist denn hier los? Ach, ich weiß. Ich weiß. Die will ihren verfickten Golfschläger. Den hatte ich das nicht den Edem mal schon in der Hand gehabt? Hey, ich will meinen Golfschläger. Den habe ich verloren. Hey, kannst du danach gucken? Ja, und der verfickte Scheiße. Rennt man hier durch Zombiehorn? Totaler Selbstmord eigentlich. Und such so einen verfickten Golfschläger. So. Hier werde ich aber Schluss machen. Und im nächsten Part holen wir diesen verfickten Golfschläger. Und schauen mal bei diesem anderen Ding vorbei. Und jetzt kriege ich wieder was. Ah, One-Hit-Wunder. Das ist ein Psychopath, denn das können wir dann nachhinein noch machen. Und dann muss ich erstmal gucken, weil die Hauptstory geht auch fast weiter. Und die... Gut, Katie braucht noch. Gut, aber ich mache jetzt Schluss, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal.